Ben und Benita. Entspannt, konzentriert, bereit. Das halt auch hier. Haben wir was aufgezogen? Haben wir einen Zugang? 11,2 Gramm. Ziehst du auf? Ja. Es geht um schwarzen Hautkrebs im Endstadium. Ist das das Glio? Nee, das ist 2 Milligramm Mida, hab verstanden. Das ist 1 Milligramm pro Milliliter. Ja, korrekt. Sättigung. Ja. Ist wieder weg, aber wir saugen trotzdem mal ab, weil der gurgelt hier. Okay, abgesaugt. Habe ich ein bisschen. Ich glaube, der hat sich auf die Zunge gebissen, so wie es aussieht. Es ist jeden Tag was anderes. Man weiß nie, was kommt. Es ist ein unfassbar tolles Team, mit dem es immer Spaß macht zu arbeiten, egal ob ärztlich oder pflegerisch. Metastasen im Gehirn. Niemand weiß, ob der knapp 60-Jährige morgen noch leben wird. Benita hat Mitgefühl und Begeisterung für den Job. Die Notaufnahme ist einfach super spannend. Also es ist ein Fach für mich, das jeden Tag was Neues bietet. Und das reizt mich einfach an dem Beruf, auch nach 8 Jahren noch. Auf dem Dach des Klinikums Stuttgart zur gleichen Zeit ein Techniker. In wenigen Minuten wird der Hubschrauber landen. Vor jeder Landung penible Kontrolle. Ich muss jetzt das Telefon kontrollieren. Und die Sauerstoffsättigung auf der Flasche noch. Dass nichts passiert. Alles wird haarklein überprüft. Anflug aus der Nähe von Esslingen. Nur wenige Flugminuten vom Klinikum Stuttgart entfernt. An Bord eine 60-jährige Patientin mit Verdacht auf Querschnittslähmung. Der Aufzug für die Patientin wird aus dem Boden hochgefahren. Ich hab Farben. Okay, super. Mach schon, wenn das kurz geben. Danke. Genau, dann bleiben wir stehen. Die Patientin hatte vor vielen Jahren einen Tumor im Gehirn. Sie ist auf dem Weg zum Mittagessen gestürzt. Rückwärts auf den Kopf. Die Versorgung erfolgte durch den bodengebundenen Kollegen. Der meinte auch, eine Stufe im HWS-Bereich getastet zu haben. Die Unterextremität bewegt sie nicht. Da gibt sie auch ein dumpfes Gefühl an. Und was jetzt neu ist, ist eine Kribbelpaste, die oben an der oberen Extremität und dass sie spitz und stumpf nicht mehr unterscheiden kann. Und das geht so bis TH4. Gibt es noch Fragen? Gibt es eine Blutabnahme, die ihr mitgebracht habt? Nein. Nein, okay. Gut, dann würde ich einmal sagen, wir lagern um, habe im Monitoring alles weg. Und dann umlagern bitte im Lockroom-Manöver ohne Vakuummatratze. Alles klar, bestanden. Langsam. Okay, dann ihr kurz wegfahren. Halten. Die Patientin ist wohl rückwärts gestolpert und ausgerutscht und mit der Halswirbelsäule auf irgendeine Kante geknallt und hat seitdem neurologische Ausfallsymptomatik in den Ohren. Das bedeutet, sie kann momentan beide Arme nicht mehr richtig bewegen und spürt auch die eine Hand gar nicht mehr, die rechte. Und in den Beinen ist zwar schon was vorbekannt, aber jetzt mehr Taubheit, als sie es bisher kennt. Plötzlich tauchen weitere Kolleginnen auf. Direkt nebenan wird der zweite Schockraum geöffnet für einen weiteren Patienten. Wenn man die Meldung halt kriegt, dann ist halt schon eine gewisse Anspannung hier. Dann muss man eigentlich so im Hinterkopf behalten, dass man den Überblick hier hat und weiß, wer kann jetzt hier schnell raus. Ben wird den Schockraum 2 wechseln. Benita bleibt. Jetzt müssen wir die Notaufnahme abmelden, kurz. Weil das dann geht nicht, wegen Personal. Hi Johanna, würdest du uns kurz auf Rot melden für eine Stunde? Bis dahin haben wir die Schockräume wahrscheinlich versorgt und dann können wir wieder. Okay, danke dir, ciao. 23-jähriger Patient, Fieber, nicht ansprechbar, wurde seit Mittwoch nicht mehr gesehen. Und irgendjemand hat sich dann wahrscheinlich Sorgen gemacht und dann mal einen Rettungsdienst gerufen. Die Tür wurde geöffnet von der Feuerwehr und jetzt bringst du ihn her. Weil hier, wir wandern immer darüber. Ich überleg grad.
Vorbereitungen in Schockraum 2. Gleich kommt der Patient. Ich versuche immer cool zu bleiben. Es klappt meistens. Aber ja, es gibt auch Situationen, wo ich dann mal ja, im Notfallgeschehen auch schon mal kurz einen Schritt zurück, einmal tief Luft holen, 2, 3, 4 Sekunden und dann so, hopp, weiter geht's. Aber ich weiß halt ganz genau, hier vom Team her würde sich jetzt merken, es geht gar nicht, ich kann das nicht, ich pack's nicht, aus irgendeinem Grund auch immer. Dann ein Anruf und innerhalb von einer Sekunde ist da jemand rübergerannt und löst mich da raus. Ankündigung des Rettungswagens. 14:55. Das zweite Team sammelt sich. Handschuh, Waage. Was weiß man bereits über den Patienten? Vor ein paar Tagen hat er so einen Abszess gehabt und der wurde aufgeschnitten. Vielleicht ist da noch irgendwie was, dass er deshalb so schlecht jetzt wurde und hier mit dem Rettungsdienst herkommt. In Schockraum 1 bei Benita wird die Patientin umgelagert. Ja, man braucht Flexibilität, ganz, ganz viel. Man braucht eine hohe Sozialkompetenz, weil sich da einfach auch im Team das anstaut. Da muss man miteinander noch besser kommunizieren als sowieso schon. Die Anfrage war, ob man sie nicht intubiert ins MRT stecken könnte. Ich finde es ein bisschen risikoreich, die Patientin ins MRT. Wir müssen einfach gucken, auf welcher Höhe der Querschnitt ist. Nur das Problem ist, die steigt ganz schön schnell auf. Ja, ja. Also wir hatten ja initial Kribbelparästhesie, mittlerweile kann die Arme nicht mehr bewegen. Erster Schritt, Computertomographie. Der zweite Schritt in Planung. Bei der Frau gehen wir sehr wahrscheinlich davon aus, dass sie bleibende Querschnitt- oder querschnittähnliche Symptomatik behalten wird. Das ist halt immer die Frage, wie der Patient nach der Narkose dann wach wird und was da wirklich zurückbleibt, wenn sich dieses Rückenmark mal erholt hat. Aber wir gehen da schon davon aus, dass sie Schäden behalten wird. Ja. Der 23-jährige Patient für Schockraum 2 ist fast da. Kurz noch frische Luft schnappen, bevor es gleich losgeht. Der junge Patient wird dem Team um Pfleger Ben einige Rätsel aufgeben. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Beide Schockräume im Klinikum Stuttgart sind belegt. Das heißt, die Klinik steht auf Rot. Mindestens für die nächste Stunde können jetzt keine weiteren Schwerverletzten aufgenommen werden. Hochbetrieb. Gerade ist der 23-Jährige angekommen. Vermutlich lag er mehrere Tage bewusstlos in einer Wohnung. Er ist nicht ansprechbar und hat hohes Fieber. Ursachenforschung. Wilma, ich habe auch einen RSV-Tralala-Kombi-Abstrich-Covid ins Labor geschickt. Gell? Und dann geht's halt zack, zack. Also man muss schon so immer auf Zack sein, sage ich jetzt mal. Und schon immer ganz schnell in andere Situationen sich einfinden können, sie umdenken können. Im CT die Patientin aus Schockraum 1. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Der Verdacht auf Querschnittslähmung. Die 60-jährige Patientin war rückwärts gestürzt, mit dem Genick auf eine Stufe geprallt. Eine Fraktur. TH1. TH1-Fraktur? Wirbelkörper. Okay, TH1 ist eine Fraktur. Beine konnte kaum bewegen und die Arme initial. Vor vielen Jahren hatte die Patientin einen Tumor im Gehirn. Als Folge davon hat sie bereits ein Problem mit der Wirbelsäule. Können wir liegen bleiben oder willst du noch irgendwas? Liegen bleiben, weil von meiner Seite. Ja, ja. So? Okay. Dann lasse ich mir jetzt aus der Ina eine Miami J bringen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deka auch, ja. Vorher war die Handlasse auch sehr voll. Wir legen noch einen Deka. Im Schockraum entwickelt sich dann auch noch eine Lähmung der Atemmuskulatur. Man musste sie notfallmäßig intubieren. Und jetzt müssen wir eine Magnetresonanztomographie machen, um zu gucken, ob das Myelin geschädigt ist. Das sind die Nervenbündel, die im Rückenmark drin sind. Und ob sie da ein Ödem hat, um das weitere Vorgehen zu entscheiden, ob sie operiert werden muss, notfallmäßig natürlich, um sie zu retten. Wir stehen mit 2 Schockräumen. Wir haben jetzt 2 OPs laufen. Wir müssen jetzt einfach kurz. Ich würde 2 ausgelöst bin. Dann komme ich gleich hoch. Drüben in Schockraum 2 gibt der junge Mann weiter Rätsel auf. Vor 10 Tagen hatte er eine kleine OP. Ist das der Grund? Jede Menge Blutproben fürs Labor. Was ist überhaupt gewiss? Gar nichts, außer dass er Fieber hat. Sonst ist bisher noch nicht viel rausgekommen. Er wurde halt operiert vor 10 Tagen.
die Abszesse da halt raus. Und sonst wissen wir auch noch nicht viel. Schauen wir mal. Kriegt das CT, mal gucken, was da rauskommt. Wenn es ein Latte Blut abgenommen, kriegt das einen Katheter in die Blase, dass man Urine untersuchen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Dann geht auf intensiv auf jeden Fall. Das CT ist nicht eindeutig. In den kommenden Wochen wird dieser junge Patient noch lange auf der Intensivstation liegen, mit zahlreichen Komplikationen. Seine Nieren werden zwischendurch ausfallen und vorübergehend wird er Infektionen an Händen und Beinen bekommen. Aber jetzt, hier im Schockraum, kann das noch niemand ahnen. Die Werte passen nicht zusammen. Könnten Drogen im Spiel sein? Anzeichen gibt es. Wir haben nur eine Lungenentzündung gefunden, sonst nichts. Was macht ihr? Covid war negativ oder habt ihr das gar nicht gemacht? Schnelltest negativ. Der Urin sieht ja ekelhaft aus. Ist jetzt eigentlich versorgt, da braucht es nur die Bildgebung. Man könnte das jetzt hier entschärfen, dass man eine Pflegekraft jetzt zurück in die INA schickt. Weil die Notaufnahme natürlich fehlen jetzt diese vier Pflegekräfte, was wir für den Schockraum jetzt für die Versorgung brauchen. Und dann könnte man die Notaufnahme eventuell wieder zumindest auf gelb melden, weil die Notaufnahme ist jetzt abgemeldet. Und Samstagnachmittag kommen dann auch viele Patienten und dann auch Rettungsdienst. Und die Patienten kann man nicht nur annehmen, die muss man dann auch versorgen. Im ersten Schockraum ist die 60-jährige Patientin inzwischen bereit für den Transport. Es geht ins MRT, begleitet von einem Berg von Geräten. Die Zahnprothese der Patientin geht in die INA in den Tresor. Nach dem MRT wird sie direkt operiert werden. Und sie geht perspektivisch dann auf F22, oder? Sie hat einen Bett auf F22. Reicht es schon mal ein, dass Case Management Bescheid weiß? Die Patientin, die geht jetzt ins MRT, um einfach noch mal genauer als im CT zu gucken, wie weit dieser Querschnitt sich jetzt darstellt in der Bildgebung. Und dann geht die Patientin aber direkt auf die Intensivstation, weil die jetzt hier so schnell einfach auch schlecht geworden ist, dass wir sie jetzt noch notfallmäßig intubieren mussten. So kann die nicht wieder hier zurück. Also die geht danach direkt auf die Intensiv. Ich mache jetzt noch meine ganze administrativen Aufgaben fertig, dass da nichts offen bleibt für irgendwelche Kollegen. Das bedeutet, gucken, dass der Fall richtig angelegt ist, dass die Intensivstation schon mal die Fallverlegung erhält. Und das mache ich für mich und für den Kollegen. Da weiß ich nämlich auch schon, wo der Patient hingeht. Dann ist das alles schon mal abgeschlossen, dann muss das keiner nacharbeiten. Alles läuft ruhig, strukturiert und geregelt. Eine Teamleistung, die die Patientin am Ende tatsächlich retten wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß man das noch genauso wenig wie bei dem 23-jährigen Patienten nebenan in Schockraum 2. Nach vorgegebenem Schema arbeitet sich das Team aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen gemeinsam voran. Bleibt trotz allem locker und irgendwie auch menschlich. Entfesselungskünstler so. Und dann darüber, weil. Jetzt, Sattle? Ja, Momentle, ich muss das nur noch hier da unter durch. So. Jetzt sieht's gut aus. Der Patient ist stabil. Transport ins MRT. Er kam halt mit Fieber und war nicht erweckbar und nicht mal auf Schmerzreize hat er nicht reagiert. Was jetzt im Endeffekt das Problem war, keine Ahnung. Im CT war nichts in der Bildgebung. Also, allerdings auffällig im Labor, ein Wert, den man eigentlich beim Herzinfarkt erhöht hat, der ist ziemlich erhöht. Sonst sieht das Labor verhältnismäßig gut aus für seine 40 Grad Fieber, die er hatte. Jetzt ist die Frage, ob halt Drogen im Spiel waren. Das kann natürlich auch noch sein, da warten wir halt auch noch auf die Befunde, das dauert noch ein bisschen. Später wird klar, es waren Drogen mit bleibenden Schäden im Gehirn. Korsolineimer, es sind alle leer. Schau wieder, dann holen wir gleich alle. Und FFP-Masken. Ja. Zweier und vielleicht ein paar Dreier. Lass liegen, habe ich extra für die Putzfrau. Ja, ist gebraucht und blutig. Nicht bei jedem Patienten, nicht bei jeder Geschichte, aber man kommt da schon manchmal ins Grübeln so danach. Manchmal guckt man nach, wie es dem Patienten dann geht. Und manchmal kommt es auch so ein paar Tage später erst wieder hoch, ohne dass man nachgeguckt hat. Aber das gibt es schon, dass man da nachdenkt, ja. Und wie in diesem Fall erfährt, dass die Patientin nach 9 Tagen Intensivmedizin auf Normalstation kommt und sich Wochen später in einer speziellen Reha Stück für Stück zurückkämpft, ohne Querschnittslähmung und mit Zuversicht.
Während Ben und Benita viele Notaufnahmeschichten und jede Menge Patienten später auf den Dienstplan der nächsten Woche blicken. Hinter ihnen liegen schwere Schicksale und gute Verläufe. Und jeden Tag kommen neue.